Guten Abend von Straßburg, guten Abend, Herr Goerens. Guten Abend. Für nicht ganz zwei Wochen und Briten sich mit einer knappen Majorität auf ihren Entscheid, die Europäische Union zu verlassen, an der Meinung, dass sie in Zukunft besser ohne die Europäische Union eins gehen. Morgen ist Freitag, der 24. Juni, wird das Resultat sich bestätigt wird, und nachdem jederin sein Erstaunen zum Ausdruck gebracht hat, als die Auseinandersetzung über die Frage gegangen, wie wir dann noch weiterfahren. Herr Goerens, könnt ihr uns vielleicht kurz ein Bild darüber setzen, wie den Prozess in den nächsten Wochen am Ende wird sich gestalten? Wir müssen jetzt natürlich schon die rechtlichen Vorschriften halten, die sind im Artikel 50 vom Lissaboner Vertrag präzisiert. Es geht ganz klar auf hier, dass die Briten müssen offiziell auf Brüssel notifizieren, dass sie wollen austreten. Damit gehen sie am Anfang just dem Wahlresultat gerecht. Wir hoffen, dass das sehr geht. Voraussichtlich bis Ende September müsste die Operation gelaufen sein. Und dann lebt eine Periode von 2 Jahren, bei der kann negoziert gehen, in welchen Konditionen die Briten rausgehen. Wenn in den 2 Jahren ein Akkord gefunden wird, dann ist das auch Objekt von einer Appreciation vom Parlament, Europaparlament, auch von der nationalen Regierung von den 27. Wenn die alle gut akkord sind, ist das gelaufen. Und dann wird noch ein Akkord über die zukünftigen Relationen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union negoziert. Das ist Theorie und der Praxis. Mengen ist, und natürlich mit den meisten Observateuren, müssten am Anfang die 2 Verhandlungen parallel geführt gehen. Das war also der eine Seite von der Theorie, die hat ein kurzes Resümee gemacht vom Artikel 50, und der andere Seite von der Praxis. Ich stelle dir aber auch fest, wenn ihr Presse liest, wenn ihr heute am Europaparlament sich umhört, die hat auch mit vielen Kollegen das Wort geschwärzt, dass aber du auch trotzdem nach einer ganzen Kopf unsicher hätte bleiben. Wir können die Briten nicht mit der Hand holen, an den Brief schreiben, für die Kommission oder dem Herr Tusk, Präsident des Conseil Européen, zu notifizieren, dass sie rausgehen wollen. Das müssen sie machen. Wenn sie im Mond werden, werden sie im Mond. Wenn sie 10 Jahre werden, dann werden sie 10 Jahre. Da können wir als heiß predigen, rufen über den Kanal, West, sollen das machen. Sie machen das, wenn sie wollen. Und wenn sie das nicht wollen machen, dann haben sie ein Problem bei sich und wir noch ein Problem. Wir hätten endlich gerne Klarheit, wir hätten gerne Berechenbarkeit, wir wissen gerne, wie die Relationen zu schaffen sind. Ich gehe immer davon aus, wenn ein Majoritär stimmt für raus, dann geht ihn raus, dann soll der Prozess auch den Trennungsprozess an einem raisonablen Delay aufschließen. Haben wir dann aber irgendwelche Mäuer für die Unsicherheiten, die aber bestimmt zu sanieren? Bei den Briten ist es so, dass wir uns auf viele Szenarien müssen erstellen, weil sie wären nie ganz berechenbar. Wir haben ja 43 Jahre Experienz mit ihnen in der Europäischen Union. Sie haben sich nicht immer das, was sie angekündigt haben. Am letzten Moment, wenn sie die Position präzisieren, da kommt ganz oft etwas raus, mit dem ich viel noch nicht gerechnet habe. Also, hat ja auch einen gewissen Überraschungseffekt gespielt. Haben wir vielleicht dann die Mäuer für die Justiz anzuschalten, für euch vielleicht da an dem Sinn Klarheit zu gehen durch ein Urteil von der Cour de Justiz? Wenn die institutionellen Prozesse, die ausgelöst sind durch den Artikel 50, der Meinung von einer von den Parteien noch nicht konform sind zum Treaty, dann kann die Cour de Justiz angeschaltet gehen. Das sind Prozeduren, über die normalerweise die Kommission von Brüssel wird, weil sie als Tüterin von den Verträgen, la gardienne des Traités, wie der Französisch heißt. Und wenn den Erklärage, den Kommission gedeelt wird von allen Parteien, haben wir kein Problem. Wenn nicht, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann auch juristische Experten an aller Limit so gut Cour de Justice können da geschaut gehen. Und das Urteil müsste dann angewandt gehen? Wir sind ja an einem Raum, der nicht rechtsfrei ist, und das, was Bezug hat auf europäische Kompetenzen, kann auch Objekt sein von einer Verifikation durch ein europäisches Gericht. Das Woche, die sowohl in der Presse wie auch im Europaparlament ganz oft das Bild gemalt kriegt von den Raten, die das Schiff, das am Gang aus anderen zu gehen, nach Hurtisch verlassen, gegen die das Bild auch so malen? Ich will auch nicht den Eindruck abkommen lassen, dass man Leute mit Materie vergleichen, mit das ein geflügeltes Wort. Damit soll dann zum Ausdruck bringen, dass Leute einen Prozess deklanchieren, und dann, wenn er anfängt, erst, wenn sie mich zu fünf bekennen, verlassen sie das Schiff. Das ist der Fall von mir Forage.
die jo net mitgin ass fir ze soen, dat Großbritannien all Einreden net fir rauszugoen, hat noch versprach ze krich 350 Millionen Gelder an Sozialsystemer gestach all woch 350 Millionen net Euro mech mé gepumpt hat en gemengt ass nach méi. Schätze lo raus schon 24 Stunden no dem Wort huet mis zogin, dat dat eng ganz gratis Affirmatioun wär. Also net Leiit belunnen an wann schon senger Platz gin Schnläs dem Stëps machen. Well kann ich schon eier als mir weise mat dem net Leiit jo am vu eng Decke krikelt, mat den op die 52% kommmers. An dann den Johnston, den fréiere Boemeester, den schon eng op Nutkrit bei de Gemengewahlen, deewer soch net schwet fir egal wat ze soen, den zit orle Wasser. Kan nemmen hoffen, dat besonne Kräften an Großbritannien hun Trüder kommen. Net fir alles gut ze merken, mir winstens de Schäbleköp summmen ze keieren an Steem dat best ze merken. Mei dat verdresken dat netcht ganz gut. Schi falls net kurzfristig. Wéi soll dann d' Europäesche Union also schmengen dummer der den sowohl de Kommissionspräsident Juncker, wéi auch den Donald Tusk, den Ratspräsident, an noch d'Europaparlament ärer Meinung no vir goen an dese Verhandlungen. Si Dir echer der Meinung, dat dei muss hart bleiwe, so wie gesot gëtt raus as raus. Oder gëtt joch Rümmeren, die soen, ma wann Briten eng neue Regierung kriet, de kiten se eventuelle Rekzeier machen, oder so mir wëllen awer lewer an der Europäesche Union bleiwe. Wat ass denn de beste Wee fir och als Europäesche Union kohärent ze bleiwen, a fir sech ebe just net dat Bild ze ginn vum Schëff, wat ënner geht, fir an dëser Situatioun no baussen ze droen? Also wann ech vor richt verstanden ass, da kënne zecher op Briten drap bleiwen, oder ob sie definitiv rausgehen. Das Gerücht her, den heißt du, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ein oprechter Demokrat, egal was für ein das noch vertritt, dass er in der Stadt und das hält, was du rauskommst. Ich gehe also mal aus, dass das durchgezogen wird. Wenn das nicht durchgezogen geht, dann hat man das auch mit einer von den größten Kollektiven liegen zu denen, aus dem 21. Jahrhundert, und ich meine nicht, dass man bis zum Ende dieses Jahrhunderts nach so eng massiv kollektiv Illusion respektiv liegen könnte werden. Sicher als ein, wenn jemand den Briten verhandelt, dass dann die Wahrheit nicht sicher ist. Und dafür, manchmal könnte man mal Kredibilität gewinnen, wenn man recht geben, alle gut schwätzen, wenn man einen gemeinsamen Linien definiert hätten. Dat Strategie vun der Europäesche Union eng eenze Strategie ass net dat mei och nach blaméieren, well da geif me och nach als Partnerieren vun der anderen Seite vum Ärmelkanal an eng Positionioun setzen, die géng méi liicht mechen, wie seffekt verdient hun. An ass dat heiten och Ärer Meinung no en Fall, déi kéint ulos ginn Politiker an andere Memberstaaten, déi auch nicht ganz europafreundlich sind, für eventuell das selbe zu probieren, nämlich ein Referendum an ihrem Land für den Austritt von der Union. Das ist eine Gefahr, mit der ich muss rechnen, mit kurzfristig, dass das nicht bestätigt wird, weil an einer Part die euroskeptischen oder mehr euroskeptischen Länder, wo auch ziemlich stark euroskeptische Kräfte im Ruder sind, nicht der Fall, weil die Sondagen an den Ländern haben, tschen 10-15% zowues un Europa Zustimmungsverzechten gehabt an den echten RT no dem Brexit, sodat de Schoss no handel as geht. Van Leitmengen ze misisten an die Doaventur raggoen, da kennt ze Modrechtung un die Wirt gemet hun an diesem Fall as de Wirt vollleg. Ich denke, wir müssen wohl Trondre am Hirschdofer, dafür hoffen, dass mehr Klarheit an dieser Kausa zu kriegen. Ich sage euch ganz vielmals Merci an ihr zu Hause, wünsche euch eine ganz schöne Sommer.